Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge The Last of Us. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns mit Tess und Ellie immer noch auf dem Weg zum Rathaus. Boah, müssen wir mal gucken, welchen Weg wir gehen sollen hier. Hier kommen wir anscheinend nicht durch. Da können wir so einen Wagen holen. Also so einen Karren hier. Da hinten ranschieben und dann können wir da hoch. So. Naja, komm schon. Ran das Ding. Perfekt. Gut. Und los geht's. Wie geht's weiter? Kommt. Okay. Na also. Das war doch ein bisschen. Ja, jetzt können wir das Mädchen gleich abgeben. Nur, dass es klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Okay. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will nicht gegangen. Ja, kein Ding. Na komm. Das sieht schon ganz cool aus hier. Guck, ob die Fireflies hier sind. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Man weiß es nicht. Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie es eben gehen muss. Was ist da denn los passiert? Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Sich ganz synchron, würde ich behaupten. Versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey. Ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Okay. Das ist ein bisschen so asynchron gerade, finde ich so. Kam mir zumindest so vor. Gucken, ob wir es gleich wieder irgendwie in Lot kriegen hier. Ansonsten muss ich noch mal kurz neu starten. Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp. Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh Mann.
ganz kurz mal gucken. Ah, ist nicht mehr ganz synchron. Wir machen kurz einen Break und sind sofort wieder da. So, habt ihr gar nicht mitbekommen, ne? Aber ich habe es kurz neu gestartet, damit das wieder ein bisschen synchron ist hier. Wenn ich nämlich zuhaue, dann muss ich das hören. Okay, los geht's. Komm, wir gehen hoch. Komm, Ellie. Wir gehen hoch. Und vermutlich raus. Jetzt lauf einfach weiter. Scheiße, ne? Naja. Ein Kameraden verloren auf dem Weg. Sie hat euch kalibriert. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Yes, Sir. Wir durchschleichen gerade, ne? Die werden mal hier sein. Ja, wir sammeln trotzdem ein paar Sachen ein, ja. Wenn wir schon hier sind, müssen wir alles mitnehmen, was wir finden können. Wir müssen bestimmt nochmal was bauen irgendwann. Wir müssen weg. Ja, ich weiß. Oh, da sieht es aus, als ob jemand ein Gewehr hat. Ich will auch ein Gewehr. Erstmal die Handfeuerwaffe. Was machen wir? Joel? Ich habe es. Okay. Was machen wir jetzt da? Oh, ist noch einer hier. Mist. Ich will noch nicht gerne mit der Munition verballern hier. Aber irgendwie... So. Okay, okay. Komm, Ellie. Bin hinter dir. Okay, müssen wir einen Weg hier rausfinden. Wo weiß ich eigentlich auch noch nicht. Aber irgendwie müssen wir hier raus. Bleib bei mir. Na los. Mein Backstein, okay. Kann nichts aufmachen. Da, Painkiller. Wir hinten wohl raus. Glaube ich zumindest, weiß ich auch nicht, aber. Ah, so ein Stück Brett kann man immer gebrauchen. Ich und mein Holz. Durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Komm, wir versuchen hier längs zu gehen. Sneaken ein bisschen. Können wir was herstellen? Ah, ein Messer, ne? Was kann man schnell machen? Kann man immer gebrauchen. Fertigungszeit, naja, ich warte noch ein bisschen, ich will noch was anderes zusammen bekommen. Oh, wow! Schnapp sie!
Shit. Da bloß keiner von hinten kommen, das wäre ein bisschen doof. Klar, kommt einer von hinten. Nicht entkommen! Hier ist er! Taschen lieber aus. Da hinten ist noch einer. Die müssen wir uns irgendwie schnappen. Wer ist der da? Absolut nichts. Da sind einige. Können sie aber auch nicht alle ausschalten. Ich gehe hier lang. Such da drüben. Dann geh du ruhig da lang. Vielleicht kann ich dich ja noch irgendwie. Komm schon, mach einen Fehler. Wow, echt knapp. Ist er da? Wie wir den schnappen sollen, aber... Er ist nicht hier drüben! Ist noch der eine da? Scheint, ne? Zum Teufel sind sie hin! Gut, hier, ob wir hier noch irgendwas finden. Was zu futtern. Er müsste auch seine ganzen Leichen finden, eigentlich auch nicht. Joe, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Oh nein, nein. Ja. Hier kommt der Sandmann. Lieb, Mr. Sleep. Ja, geht nicht anders. Entweder die oder wir, ne? Dann doch lieber die. Da ist eine Treppe. Bleib unten. Park Street, öffentlicher Nahverkehr, okay. Okay, wieder zu irgendwelchen Monstern runter wahrscheinlich. Es wird nicht besser. Mal, die braucht ja gar keine Angst haben, dass sie angesteckt wird, ne? Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Der Biest durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommen. Okay. Sind nur die beiden? Okay. Müssen natürlich irgendwie ausschalten. Besten auf die Maske runterreißen, oder? Mach langsam an. Alles okay.
Marie. Okay, ich kann jetzt nichts Großes einsammeln, weil die es verloren haben, die Affen. Also gucken, ob wir noch was hier drin finden. Anscheinend nicht. Hier geht's nicht raus. Sie kann die ganze Scheiße echt einatmen. Das ist natürlich super für sie, ne? Hier durch. Sie konnten nicht schwimmen, war das nicht so? Hey, okay, warte. Uns fällt schon was ein. Hier okay, kann ich irgendwas holen, worauf sie sich treiben lassen kann. Ist da. Okay, warte mal, eine Idee. Ist hier denn alles flach oder ist es ja auch tief? Okay. Ich finde schon was, warte mal da. Da kommen wir nicht rein, da kommen wir auch nicht längs. Kommen wir auch nicht hoch. Ach, oder? Ellie? Mir geht's gut. Ah, sie geht einfach deine Seite lenken, okay. Hey, da, sie geht noch. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ Boston. Triff ihn im Ausgang der U-Bahn-Stelle, Park Street, neben dem Rathaus. An bei seinem Visum und seinem QZ-Papier. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig, und einige Leute berichten von Klickern und Stalkern im Gebiet. Wo zum Teufel ist der Kerl? Okay. Drüben geht's auch weiter. Und hier geht's aus. Hier raus. Ich komme schon wieder, keine Angst. Hier liegen ein paar Tabletten am Boden. Nö. Lag da nicht gerade irgendwas? Hab ich das eingesammelt? Ich weiß es nicht. Aber viel mehr ist hier auch nicht, ne? Warte. Keine Angst, ich komme immer wieder. Ist da unten was? Eine Sackgasse. Wir müssen dich irgendwie darüber bekommen. Guck mal, was finden wir? Ein Brett oder irgendwas? Da, guck mal, das ist eine Leiter. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Da komme ich aber nicht hoch. Komm, da kannst du mit drauf, das Brett. Steig drauf.
Wirklich? Ja. Ellie. Okay, okay. Vorsichtig. Ich hab dich. Na, super. Kann die Leiter was anfangen? Perfekt, der Lilein. So gut gemacht. Gehen wir hier hoch. So. Hier liegt noch ein Arztkofferchen. Das ist doch gut. Mal kurz, gehen wir da längs oder wir gehen einmal hier längs, oder? Okay, nicht die raus hier. Oh, warte. Bevor wir hier längs gehen, lass uns mal hier längs gehen. Okay, ist gar nichts. Gut, dann lassen wir den anderen Weg gehen. Ah, hier geht's raus. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Sünder. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Na, schön aus. Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Das, glaube ich, wenn du es noch nicht gesehen hast, ist, glaube ich, schon ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Kann man sich wie cool im Westen einfach aufschießen? Natürlich nicht. Kommen wir hier längs? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drumherum. Wow, da! Da ist schon mal ein Brett. Der ist an. Ganz so blöd sind wir denn doch nicht, ne? Oh, da liegt eine fette Rohrzange, die holen uns gleich. Dann hauen wir den Leuten noch kräftiger auf die Fresse. Na also.
Schon mal gut. Hab ich gerne getan, ey, dabei. Oh ja. Bist du das, Bill? Das Rauch. Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Sieht schon cool aus hier alles, ne? Wir hören ein paar Leute. Das ist schon mal auch nicht schlecht. Also, wahrscheinlich keine Menschen, aber... Was ist das? Oh Mist, bleib zurück! Lecker. Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Das wie pfeifen? Mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Wir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Ah, okay. Hier durch. Wir sind mit einem Klicker vorbeigekommen. Oh, fuck. Ich habe da noch ein Messer. Ist es auf jeden Fall. Aber wo soll es denn hier längs gehen, ist die Frage. Hä? Ich den jetzt umsonst umgebracht? Weil der Weg ist ja nicht der richtige hier. Dann müssen wir den anderen wahrscheinlich auch noch killen, da oder was? Okay, es war zwar cool, aber es war nicht der richtige Weg. Nein, wir gehen. Hier ist noch ein Dings, vielleicht kann man das aufmachen da. Aber nicht von der Seite. Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier durch? Hier, okay. Hilf mir hoch. Klar. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Na komm. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Na, das ist schwer.
Okay. Tada! Vielleicht auch eine Waffe, wir haben eine bessere Waffe, ne? Danke. Also wir haben keine bessere, wir haben eine ähnliche Waffe, deswegen ist es eigentlich egal. Wo sind wir hin? Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meinte, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Hat nicht so viel mit Leben zu tun mehr hier, ne? Eigentlich nur hier zu Gange, um... von einem Tag auf den nächsten zu leben. Sieh dir das an! Haben wir das schon? Mit Waffe voll? Mann, das ist echt traurig. Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht, ich find's schrecklich. Die verdammten Infizierten tauchen zu oft auf, zu Ziel am Unterschlupf der Kirche. Anscheinend muss ich die Pere... Okay. Kakilacken. Die Gitarre. Komm nicht rein. Dann kommen wir wieder raus hier. Können wir hier unten noch irgendwas machen? Guck mal lieber, ob hier unten noch irgendwas ist. Oh Mann! Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Naja. Und wie ist er sonst so? Ich glaube, ich würde ihn. Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht drauf. Ein Messer kann ich nicht bauen. Dann passiert nichts. Nee. Hier ist noch eine Mine. Und hier sind Pfeile. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Das ist schon mal leider. Mit der hier kommen wir rüber. Damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Ja. Ich weiß, was wir hier drüben sollen. Ich glaube, hier sollen wir gar nichts drüben. Ich glaube, wir müssen das irgendwie runter machen. Warum ist sie runtergegangen? Du bist doch mal diese Leiter hier hoch, Mädel. Hast du überlegt? Ah, ich glaube, sie kommt nochmal hoch. Ja, okay. Die Luft ist rein, komm hoch. Okay. Da jede Ecke mal gucken, wenn hier irgendwo so ein... Naja, das Brett müssen wir vielleicht mitnehmen. Entschuldigung. Ja. Oh. Mal hier hoch. Nein, oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Boah, hier passt der komplette Schritt wieder runter.
Im Brett liegt ja auch nichts. War eigentlich wirklich nicht, aber... Na, nix hin. Tada! Und rüber. Komm, Ellie. Vielleicht haben wir da noch ein Brett. Oh, da unten ist ein Spasto. Oh nein. Können wir die Pfeile wieder einsammeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist schade. Das wäre natürlich am logischsten. Hör mal zu. Will ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Ah, ist das bescheuert, wie ich das einsammeln kann. Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, um mit dir warm zu werden, okay? Oh, das war dumm von mir. Oh, hier ist eine Sprengfalle, okay. Siehst du den Draht? Berühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Scheiß! Warte mal, das können wir auch regeln. Hörst du das? Ja. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Ja, hier finde ich noch nichts. Ja, liegt ganz ruhig. Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Ja, frag mal. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Brief. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald, Ezra. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Noch nicht raus. Na. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Ich frage nur wie, weil er hat ja da ordentlich Minenhängel hängt. Da können wir auf jeden Fall nicht durch. Betreten verboten. Okay, zurück, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Mein Gott. Okay, pass gut auf. Okay. Na, der hat so ein bisschen... Verhindert er sich. So, zurück. Das müsste der Typ ja eigentlich hören, ne? Ist wieder langsam kommen. Bleib in meiner Nähe.
Ah, ach Mann, Scheiße, ist voll. Nein. Okay. Komm schon, wir. Wow! Ich hab dich. Verdammt, Bill! Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. So geil, dass wir uns einfach auf dem Kopf befinden, die ganze Zeit. Joel! Scheiße, sie kommen. Joel! Ich hau doch schon. Oh Mann! Halt euch! Wie lange brauchst du, um dieses scheiß Seil durchzuschneiden? Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! Lass ihn in Ruhe, du Scheißvieh! Alter! Verdammt, Ellie, sie sind gleich da! Okay, ich hoffe nicht, dass meine Munition hier verballert wird. Wow! Beweg deinen Arsch und steh auf! Scheiße! Ah, verdammt nochmal! Weg! Zurück! So lang! Okay, wir müssen durch! Komm! Hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheiß? Leute, hinter uns! Bill, na los! Oh. Okay, ich hätte wahrscheinlich schon abhauen können, bevor ich die platt gemacht habe, aber naja, was soll's. Ging wohl nicht, war ich zu langsam. Scheiße! Ah, verdammt nochmal! Weg! Zurück! So lang! Okay, wir müssen durch! Komm! Hier! Und lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Bill, na los! Mist! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher! Wo sind wir hin? Bill, sie kommen durch die Tür! Ehrlich, zurück! Zurück! Okay, na los, wir sind fast da, Mira. Ein Schwachmat, ey. Oh, Scheiße. Gott sei Dank, sie kommen her! Na los! Sie kommen her! Okay.
knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt noch mal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja, klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Oh, nettes Hündchen. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Gut, das machen wir. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Aber wir machen das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.